Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine elektrolytische Palettengabel hier vorstellen. Ja, so wie ich gesehen habe, ist er von LS Mod Company. Ja, ich finde das schon mal echt hammermäßig geil, die Idee hierher. Und ja, ich habe es auch schon zweimal gekauft. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt erstmal anschauen. Hier, die Marke ist hier von Stoll. Finde ich echt tolle Sache. Jetzt haben wir hier eine Dreipunktaufnahme. Dreipunktaufnahme habe ich jetzt nicht gekauft, aber können wir ja dann auch gleich machen. Kostet hier, so wie jetzt da steht, 1200 € und 63 € Leasing. Wir haben hier die Möglichkeit, der Hauptfarbe hier zu ändern. Beispiel hier rot. Ich wollte schon sagen orange, weil ja, ihr wisst ja, orange. Ich mag gern orange. Ja, und dann hier die Zinken separat in, ja, ihr wisst ja, orange. So. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auch Aufkleber hinzuzufügen. Wir kaufen den jetzt einmal so, weil ich habe es in der noch nicht gekauft. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit von der Dreipunktaufnahme hier, also Frontlader. So habe ich es auch schon gekauft. Und dann haben wir hier also Radlader. Ja, wir haben eine Gabel jetzt dafür Radlader, also Dreipunkt und Frontlader und wie wir hier sehen auch noch Telelader. Super Sache. Und dann haben wir hier wieder Dreipunkt. Ja, das ist jetzt schon einmal hier. Jetzt haben wir jetzt hier also Frontlader, Frontlader. Dreipunkt jetzt schon mal hier. So, habe ich jetzt dann mal hier den Trecker mal gekauft. Und wir werden jetzt erstmal die Dreipunkt erstmal ausprobieren. Weil ich sag mal so, Telelader und Radlader, denke mal, braucht man nicht. Das reicht jetzt schon einmal hier. Das sollte jetzt auch Elektrolik haben. Und vorne haben wir ja hier an uns sind natürlich unsere Hydraulik-Schläuche normalerweise auch. Aber wie wir hier sehen, mein Bruder hatte sie nicht. Ah ne, haben es geklaut. Okay, aber egal. Wir können jetzt hier mal schauen. Mit der rechten Maustaste schon mal hier uns die Zinken anpassen, wie wir wollen. Das ist so, also wirklich eine super Sache. Du kommst manchmal entsprechend nicht beim Big Pack unten rein und so. Das ist ja voll nervig. Und da finde ich diese Idee ja hammermäßig geil, muss ich sagen. Also bin auch gleich mal gespannt hier, was die Lok sagt. Wir können leider so ja nicht. Da müsste man schauen, wegen extra ein Mod oder ob man das dann hier irgendwie hinzufügt, wo. Wegen der Input-Binding. Ja, wir mal sehen. Ist da hier ein bisschen problematisch? Dafür, da gibt, ich weiß nicht, es gibt irgendwie einen Mod, da kann man das hier machen, die vorne die Elektrolik noch mit der Maus steuern. Oder man hat jetzt das hinzugefügt in der Tastenbelegung, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Dann fahren wir einfach jetzt mal hier rüber und holen hier unseren Frontlader natürlich. Da kann man das natürlich besser machen. Als wir jetzt so, das sagt einer, was denn nicht alle? Ja, ich weiß es eh. Aber ist ja wurscht. Ich sag mal so, es geht ja nur um den Sinn und Zweck natürlich. Und da haben wir jetzt hier das Ganze jetzt schon mal so her. Haben wir mal rüber. Weil, ich weiß, ich hatte mal eine Gabel oder was, wüsste ich vielleicht auch. Die konnte ich also separat dann so tippen. Und das war wirklich eine super tolle Sache. Leider geht es hier nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht schauen Sie mein Video an. Weiß ich auch nicht. Also von Mod Company. So, aber ich finde, diese Gabel ist wirklich geil. Ich habe es jetzt nur jetzt mal so eingefärbte Zinken. Zinken weiß ich nicht, ob ich die jetzt färben würde. Aber jeder soll sich das so machen, wie er gerne möchte. So, jetzt haben wir jetzt hier das Ganze so her. Kann man den jetzt schon so her tun. Weil, weißt du, bei uns in der Firma, wir haben jetzt hier. So, jetzt kann man jetzt das so nehmen und irgendwie so rüberfahren. Und dann irgendwo hinstellen. Das ist so wirklich eine tolle Sache. Jetzt so her tun. So,
mal schauen, ob jetzt der rausfährt. Weil meistens ist es auch irgendwie, ob jemand jetzt hier einen Patex-Kleber auf die Zinken rauf kann oder auf die Ballengabel. Ihr kennt das sicherlich alle, das Problem. Ja, habe ich die Ballengabel dran und dann nachher einen Ballen und dann hängt der Ballen da an der Spitze dran und ich werde den einfach nicht los. Das ist manchmal sowas von nervig. Aber, wie gesagt, ist halt so, kann man nichts machen. Aber jetzt hier, die Gabel finde ich ganz coole Sache. Wir können ja wirklich so schmal zusammenfahren. So. Schauen wir mal, ob der jetzt gerade rutscht oder ob der runterfällt. So, ja. So. Ja, ich mag jetzt noch richtig rutschen, aber ihr wisst ja, das ist ja das Spiel selber und da kann der Mod dafür nichts dafür, würde ich mal sagen. Und das ist wirklich eine tolle Sache, das Ganze. Mal schauen, ob ich das hier abstelle. So, das rüber tun. Ja. So. Ist der Hakel. Muss man wirklich eigentlich sagen hier. Aber naja, das war es eigentlich soweit. Ich wollte euch hier die Gabel zeigen. Ja, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.